bin also sehr, sehr dankbar für die Einladung und ich bin wirklich emotional sehr stark betroffen heute. Was ich gesehen habe, ist es unglaublich. Also sehr, sehr schöne Initiative und schöne Sachen. Und ich finde es eigentlich also einfach toll, was ihr alle macht. Und ich habe nicht so viel zu zeigen. Ich wollte ein bisschen über die, was wir machen bei Ableton reden und auch ein bisschen über Push und Live. Also ich bin Brian Smith und ich bin verantwortlich für Education-Bereich, für den Education-Bereich in Deutschland und Österreich. Wir nennen das K-12, das ist eigentlich jugendliche und soziale Einrichtungen. Und zuerst Ableton, ein bisschen über die Firma. 1999 gegründet und also Ableton hat jahrelang nur ein Produkt gemacht und das war Ableton Live und existiert immer noch und ist der meistbenutzte DAW in den meisten Ländern und also DAW Digital Audio Workstation. Das heißt, am Anfang die Idee war, eine Musikproduktion-Umgebung zu kreieren, die alle erlauben, Musik zu machen, die normalerweise nicht wirklich Zugang haben oder irgendwie es war zu komplex. Ja? Vorher war die meisten, ist immer noch ein bisschen zu viel, die meisten Audio-Leute, die in diesen elektronischen Musik arbeiten, die sind so weiße Männer, die schwarze T-Shirts tragen. Und am Anfang, die Idee mit Ableton ist eigentlich, andere Leute zu enablen, also auf Englisch to enable. Und wenn man denkt an der Name der Firma, Ableton, also Able Sound oder Enabling Sound, das ist ein bisschen Programm. Am Anfang haben wir das überhaupt nicht über wirklich also Leute mit Behinderung gedacht. Es war eher so ein bisschen die Erweiterung in anderen Gruppen, also eine Inklusionsfrage im weitesten Sinne. Und jetzt, wir legen ganz viel Wert zum Beispiel auf die Tatsache, dass viel mehr Frauen elektronische Musik machen und Musik generell machen können und sollen und dürfen, ja. Und auch People of Color, also Leute von ganz verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Backgrounds, Hintergründe. Und so hat es so angefangen. Und durch unsere Arbeit, wir haben auch eine Programmierumgebung eingebaut in Ableton Live, in unser Software. Das heißt Max for Live und das erlaubt ganz viele Leute, die vielleicht nicht so super Programmierer sind, aber die können doch ein bisschen programmieren, die können Sachen programmieren, also neue Instrumente programmieren. Und das heißt, wir haben eine Community, also nicht von der Firma selber, sondern von den Leuten, die unsere Produkte benutzen, die viele Devices, also Software entwickelt haben, die Leute erlauben, Musik anders zu machen. Ja, also, und das entdecken wir jeden Tag, also die Leute, also auch heute habe ich Leute getroffen, die diese Software benutzen, um sowas zu machen. Und das andere Bereich, wo wir sehr tätig sind in den letzten Jahren, wir haben, also hier auf der Bühne habe ich einen alten Push, das soll ich eigentlich nicht machen, ja, also soll irgendwie neue Produkte zeigen, aber das ist ein Push One, also das 2012 auf den Markt gekommen und dann ein paar Jahre später haben wir ein Push 2 auf den Markt gebracht und wir haben alle Leute, die Push 1 gekauft haben, gesagt, okay, wir kaufen das zurück, wir kaufen euren Push 1 zurück, wenn ihr einen neuen Push wollen und wir nehmen euren alten Push-Geräte wie diesen und wir geben das, also wirklich, also Donation an Schulen und soziale Einrichtungen weltweit. Wir haben Tausende in den letzten Jahren, Tausende von diesen Push-Geräten an Schulen und sozialen Einrichtungen weltweit gegeben. In Deutschland ist es mehr als 900. Und das
hat uns auch bewusst, also auch mir irgendwie, ich habe auch viele Leute, mit vielen Leuten gesprochen durch diese Aktion, die Pushes benutzen mit Leuten, die die motorische, körperliche oder auch physische Behinderung haben. Und die Idee ist, dass es sehr, sehr taktisch, ja, sehr, also ich kenne das irgendwie. Man sieht das, wenn man das spielt. Könnt ihr das alle sehen? Ja? Also hier ist, also Piano. Ist ein bisschen verwirrend vielleicht, aber wenn ihr am Anfang, aber die blauen Tasten sind die, in diesem Fall C-Dur, also C. Und wenn es grün leuchtet, das heißt, die Noten sind dieselben. Ja, also das ist Standard mit Push, das ist ganz, ganz normale Einstellung. Aber das erlaubt Leute, die nicht so viel Musiktheorie, ein Instrument zu spielen. Also wie gesagt, gedacht ist nicht unbedingt Leute mit Behinderung, sondern Leute, die nicht vielleicht Zugang zu klassischem Musikunterricht hatten oder einfach elektronische Musik machen wollen, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich, also wir haben mehr Leute irgendwie kennengelernt, die diese Devices programmieren, die mit Ableton Live, das ist die Software, und Push super gut funktionieren, sodass Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Bewegungsmöglichkeit haben, das spielen können. Ich könnte ein paar zeigen jetzt von diesen Instrumenten. Also ich ziehe, hier ist also, um das zu beschreiben, hier unten, links unten ist diese Grand Piano. Vielleicht seht ihr ein bisschen diese grüne, das ist der Klang, man sieht das in dem Kanal. Und ich ziehe hier oben einfach ein Instrument rein, um das zu verändern. Ja? Also jetzt andere Farben. Und das heißt, statt irgendwie ein Pad, also ein kleines Ding zu ziehen, kann ich ein bisschen weniger präzise sein. Ja? Und die Farben sind Farben von, also die Farben repräsentieren die Töne, also nicht nur grün und weiß, sondern jede Farbe hat einen Ton im Tonleiter. Also das ist nochmal nicht von uns entwickelt, sondern von Sam Halligan. Also Sam Halligan ist einfach ein User und ein begeisterter Musiker, der arbeitet auch mit Leuten mit Behinderungen in the UK. Und ich habe die Webseite von Sam auch hier, kann das zeigen. Das ist Ableton eigentlich. Und es heißt Fingers Push Buttons. Und der entwickelt verschiedene Instrumente für den Push, sodass Leute zusammen musizieren können und auch ohne allzu viel Präzision zu benötigen. Also das ist ein Beispiel. Es gibt andere Einrichtungen hier in Deutschland, die Push benutzen, zum Beispiel für Leute, die auch Depressionen haben und die machen Rap-Musik damit, sodass sie ein bisschen so Ausdruck, also ein bisschen, also junge Leute, die vielleicht nicht so viele Möglichkeiten haben, sich zu auszudrücken, ja. Und es gibt eine Menge Bereiche, wo wir überhaupt nicht irgendwie gedacht haben, wie heute. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir hier sind. Also ganz viel Input heute. Wo das kommt einfach von den Community, von den Leuten, die ganz viel Initiative haben, ganz viele Kreativität, ganz viel Willen und machen super, super tolle Sachen, wie deine Gitarre. Aber es ist super, sehr, sehr schön. Also ich freue mich auf heute Abend auch, das zu hören. Also das ist ein bisschen von uns. Also ich will keine große Demonstration machen von Push and Live. Ich sitze da ansonsten heute Nachmittag und wir können das anschauen, also ihr könnt das anschauen mit mir. Wir haben aber auch diese Push Trading Initiative geht ein bisschen weiter. Das heißt,
wenn ihr in einer sozialen Richtung, Einrichtung in Deutschland arbeitet, wir können euch Lizenzen für Ableton Live geben, sodass ihr mit behinderten Leuten oder Leute, die mit verschiedenen Beeinträchtigungen damit arbeiten können. Ja, das ist irgendwie eine Aktion, die wir wollen einfach so ein bisschen zurückgeben, sozusagen. Ja, ja, ich weiß, dass die Kaffeepause kommt gleich. Ich wollte nicht super lange machen, aber nur das Hallo, wir sind da und wir hören zu und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar für die Einladung nochmal und ich hoffe auf schöne Gespräche. Dankeschön. Applaus